Ja, vielen herzlichen Dank, Frieda Haug. Bevor ich das Wort weitergebe, zwei Sachen, die ich vergessen habe zu sagen. Zum einen, es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Grünen Bildungswerkstatt mit der Frauenhetz und dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Das ist hinten auch groß angekündigt. Ich habe es nicht gesagt und jetzt nachgeholt. Peter Horn nimmt diese Veranstaltung auch auf. Auch ihm herzlichen Dank. Die wird dann zumindest auf der Website der Grünen Bildungswerkstatt nachschaubar sein, vielleicht auch an anderen Orten. Und das Dritte ist, dass wir hier glauben, wir sprechen Deutsch. Insbesondere ich weiß, dass mein Deutsch ein Deutsch ist, bei dem Frieda Haug Schwierigkeiten hat, es zu verstehen. Vielleicht geht es auch anderen Leuten so. Also wenn wir dann in dieser Fishbowl-Konstellation hier auch einen Gast haben, der sich einschaltet, dann die Bitte, und da hinten sind dann Bücher nachträglich zu erwerben, das sage ich nachher noch einmal, aber jetzt wurde es mir schon gewunken, deutlich sprechen, versuchen deutlich zu sprechen. Ja, zwei Personen werden jetzt kommentieren, da gibt es auch einen Hintergrund dazu. Shifte Hashemi zu meiner Linken arbeitet bei Arbeit Plus. Das ist ein Netzwerk der sozialökonomischen Betriebe. Und diese ist eine Organisation, die 40.000 Beschäftigte in diesen Betrieben, also in diesen Betrieben arbeiten 40.000 Beschäftigte, dass man so eine Ahnung hat, also keine kleine Sache. Und in diesem Netzwerk haben sie sich mit der 4-in-1-Perspektive beschäftigt. Und daher der Gedanke, dass das wohl spannend ist, zu schauen, wie geht das in einem sozialökonomischen Zusammenhang, diese Perspektive anzuwenden. Sie wird den ersten Kommentar abgeben und den zweiten Kommentar dann Silvia Nossek, Bezirksvorsteherin in Währing, wissend, dass der Arbeitsbegriff eben auch das Engagement für die Allgemeinheit, das politische Arbeiten, den Einsatz für das Gemeinwesen umfasst, was halt auch bestimmte Widersprüche in sich hat, wer sich denn da beteiligt und wie das mit Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktchancen zusammenhängt. Ich würde euch jetzt bitten, ihr habt ein eigenes Mikrofon, eure Kommentare abzugeben und dann dir, Frieda, eine Möglichkeit zu antworten. Ja, hallo, guten Abend. Danke für diesen super spannenden, sehr dichten Vortrag. Ich versuche ihn noch zu verdauen und werde dann immer wieder versuchen, auch darauf wieder zurückzukommen. Ich bin heute da für das Netzwerk Arbeit Plus, wie Andreas Novi schon gesagt hat. Wir sind ein Netzwerk von ca. 200 sozialen Unternehmen in Österreich. Wir nennen uns soziale Unternehmen. Sind gemeinnützige Unternehmen, die, wie eben schon gesagt, ca. 40.000 Menschen im Jahr beschäftigen. Ich erzähle ganz kurz ein bisschen unseren Hintergrund, um auch zu verstehen, warum wir uns überhaupt mit der 4-in-1-Perspektive auseinandergesetzt haben. Unsere Unternehmen beschäftigen, beraten und qualifizieren langzeitarbeitslose Menschen, also Menschen, die über ein Jahr ohne Erwerbsarbeit waren. Das Netzwerk gibt es schon sehr lange. Wir wurden in den 80er Jahren unter dem damaligen, einigen von euch wieder bekannt sein, relativ revolutionären Sozialminister Alfred Dallinger eine Aktion ausgerufen, die Aktion 8000, die experimentelle Arbeitsmarktpolitik, und viele unserer Unternehmen, also die es jetzt noch immer gibt, sind auch damals in den 80ern entstanden. Das war eine Zeit, wo
man Menschen zugetraut hat, von Grund auf, also langzeitarbeitslosen Menschen selber zugetraut hat, selber Unternehmen zu gründen. Das waren damals noch kleine soziale Initiativen, soziale Projekte, wo Langzeitarbeitslose sich zusammengeschlossen haben, oftmals gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen, mit Sozialarbeitern, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, um vor allem Jugendliche und eben auch langzeitarbeitslose Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Also dieser Grundgedanke der 80er Jahre, wo sehr vieles von arbeitslosen Menschen selber gegründet wurde, das ist auch heute noch in unseren Unternehmen drinnen. Leider ist dieser Grundgedanke, der auch gesetzlich damals fixiert wurde, dass diese Unternehmen möglichst in gleichberechtigter Beteiligung aller Mitarbeiterinnen auch geführt werden sollten, leider ist dieser Grundgedanke, hat sich nicht immer als erfolgreich oder hat sich einfach nicht gehalten. Also es gibt einige Unternehmen, die heute noch beispielsweise genossenschaftlich geführt werden, aber die große Mehrzahl, muss man sagen, sind betriebswirtschaftlich geführte soziale Unternehmen. Ein weiterer Aspekt, den ich einfach noch erwähnen mag, um unsere DNA auch zu kennen als Netzwerk, ist der Zusammenschluss, warum es uns überhaupt als Netzwerk gibt. Mitte der 80er Jahre gab es in Österreich sehr viele großen Sozialabbau. Und die damaligen Projektleiterinnen, die mittlerweile Geschäftsführerinnen sind, wollten einfach nach innen und nach außen mit einer Stimme auch politisch auftreten. Also es ging nicht darum, Parteipolitik zu machen, sondern es ging darum, als Unternehmerinnen, als soziale Unternehmerinnen auch diese politische Arbeit wahrzunehmen. Es gibt eine schöne Geschichte, wo sie gemeinsam aus Tirol nach Wien gefahren sind, zum Ballhausplatz und dort relativ laut demonstriert haben gegen Sozialkürzungen. Und genau dieses Moment war dann auch das Moment, wo wir als Netzwerk entstanden sind. Früher hießen wir noch anders, mittlerweile sind wir im Arbeit Plus. Jetzt komme ich zu einem Widerspruch und das hat mir heute sehr gut gefallen. Wir arbeiten tagtäglich mit Menschen zusammen, die langzeitarbeitslos sind. Unsere Unternehmen machen das. Und es ist dieser Widerspruch, den wir als Netzwerk tagtäglich spüren, dass wir in einer Welt leben, in einem Land leben, wo es möglich ist, dass 120.000 Menschen langzeitarbeitslos sind, fast 400.000 insgesamt arbeitslos sind in Österreich aktuell und dass auf der anderen Seite Menschen aufgrund von zu viel Arbeit, von zu viel Überstunden, von prekären Arbeitsbedingungen, von ihrem Job entweder gar nicht leben können, Burnout haben oder viele andere Dinge im Leben, die wir als notwendig für ein gutes Leben erachten, nicht erledigen können. Also es gibt ganz offensichtlich einen Widerspruch in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit nützen können. Manche können ihre Zeit gar nicht mehr in anderen Bereichen nützen, weil sie so viel arbeiten. Und viele, und das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind sehr lange arbeitslos, sind sehr lange erwerbsarbeitslos mit allen Stigmata und mit allen sozialen Faktoren, die Langzeitarbeitslosigkeit mit sich bringt. Das war auch der Grund, oder das ist der Grund, wieso das Thema Arbeit gerecht verteilen und Arbeit insgesamt einfach in unserem Netzwerk seit 30 Jahren sehr, sehr grundlegend ist und diese Überlegung, Arbeitszeit gerecht zu verteilen, ist dann nur sehr logischer. Es geht aber natürlich auch darum, Arbeit zwischen Frauen und Männern gerecht zu verteilen. Frieda Haug hat von Reproduktionsarbeit gesprochen, ich sage viel lieber Sorgearbeit, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Also auch diese Themen sind in unserem Netzwerk schon immer sehr präsent gewesen. Der zweite Punkt, heute auch schon genannt, ist die Neubewertung von Arbeit oder die Bewertung von Arbeit. Warum ist eine Arbeitsform hierarchisch mehr wert? Warum ist die Arbeit mit Geld, mit Finanzen sehr viel besser bewertet als die Arbeit mit Menschen, die Arbeit mit der Hand? Das waren so zwei Themen, also einerseits die gerechte Verteilung von Arbeit, andererseits die Neubewertung von Arbeit und das Öffnen der Arbeitssorten. Warum wir uns als große Fans ohnehin von Frieda Haug und von der 4-in-1-Perspektive, warum wir dann so Anfang des Jahres uns überlegt haben, wir möchten dieses politisch sehr spannende Werk, das aber für viele Menschen, die noch nie politisch aktiv waren, schwer verdaulich ist. Das möchten wir irgendwie in unser Unternehmen bringen, das möchten wir mit unseren Mitarbeiterinnen, mit den langzeitarbeitslosen Menschen auch diskutieren und da auch ein Gefühl dafür schaffen, was das heißt, ohne Arbeit zu sein. Heißt das ohne Arbeit zu sein oder heißt es ohne Erwerbsarbeit zu sein? Und wir haben dann, ich habe das jetzt heute auch mitgebracht, eine Aktion gestartet, vielleicht kennen das einige von Ihnen, vermutlich nicht allzu viele, mit dem Hashtag, auch das ist Arbeit.
haben wir unsere Mitarbeiterinnen, unsere befreundeten Netzwerke eingeladen, sich zu überlegen, was alles außer Erwerbsarbeit noch Arbeit ist. Wir haben kleine Flyer produziert, wir haben Sticker produziert, wo draufsteht, auch das ist Arbeit. Und wir haben Menschen gebeten, diesen Sticker auf Dinge raufzukleben, in Situationen zu verwenden, die für sie persönlich Arbeit darstellen. Wir wollten das so niederschwellig wie möglich halten und einfach versuchen, einen politischen Diskurs zu eröffnen mit unseren Mitarbeiterinnen, mit befreundeten Netzwerken und einfach auch mal nachzufragen, auch in den Stellvertretungsinitiativen der Arbeitslosen selber, wie ist das, ohne Erwerbsarbeit zu sein? Was ist für euch noch außer Erwerbsarbeit Arbeit? Und wie Frieda auch schon sagte, zuerst hat es zu ziemlich vielen Diskussionen geführt. Dürfen wir überhaupt in einem Netzwerk, wo es auch um langzeitarbeitslose Menschen geht, die darunter leiden, dass sie keine Erwerbsarbeit haben, dürfen wir dann überhaupt auch von anderen Arbeitssorten sprechen? Ist es nicht ein bisschen perfide zu sagen, aber ihr habt doch tolle Arbeit, wenn ihr keine existenzsichernde Erwerbsarbeit habt? Das war so eine Frage, mit der wir konfrontiert worden sind, für die wir noch keine endgültige Lösung haben, aber es war trotzdem spannend, was gekommen ist. Es ist extrem viele Einreichungen oder extrem viele Fotos kamen von Frauen, leider von Frauen, die Hausarbeit gemacht haben. Es kamen viele Fotos von arbeitslosen Menschen, die Bewerbungen schreiben. Es kamen Fotos Menschen, die politische Arbeit, ehrenamtliche Arbeit machen, ganz oft aus dem Bereich der Geflüchteten. Also es kam ein bunter Fleckerlteppich, der ohne es bewusst je als Vorgabe gesagt zu haben, sehr nah an das herankam, was die 4-in-1-Perspektive für Arbeitsbereiche vorgibt. Also es kamen natürlich Fotos aus der Erwerbsarbeit, speziell aus unseren sozialen Unternehmen, aber eigentlich waren auch alle drei anderen Bereiche sehr gut repräsentiert. Am stärksten wahrscheinlich mit 70% der Bereich der Hausarbeit, der Sorgearbeit, Kinderbetreuung und ein bisschen auch Weiterbildung, aber da noch sehr viel weniger. Da haben wir gemerkt, dass viele Leute Probleme damit hatten, ihre eigene Weiterbildung oder alles, was mit ihnen selber privat zu tun hat, als Arbeit an sich selber auch aufzufassen. Da kam extrem viel Widerstand. Wenn ich jetzt ein Buch lese, ist das Arbeit. Eigentlich genieße ich es jetzt, ein Buch zu lesen. Das hat zu spannenden Diskussionen geführt. Und wenn man dann mit dem Zeitargument kommt, löst sich das relativ bald auf. Aber es hat einfach zu sehr vielen spannenden Diskursen geführt. Und ich glaube, mit dem möchte ich eigentlich auch abschließen, dass uns diese Aktion gezeigt hat, dass es extrem wichtig ist, Politik oder Politikpolitik oder theoretische Politik umzuübersetzen. Einfach zu gestalten, klingt ein bisschen paternalistisch, aber so zu gestalten, dass es in die alltägliche Praxis, in das alltägliche Leben der Menschen passt, die bislang vielleicht noch nicht mit der Politik oder mit politischen Ideen im Großen zu tun hatten. Und das ist auch etwas, das wir als Netzwerk einfach extrem wichtig finden, auch diese partizipativen Elemente in die Unternehmen hineinzubringen. Das gelingt uns noch nicht besonders gut. Wir haben einige Unternehmen, die mit soziokratischen Formen arbeiten, aber was unsere Vision anbelangt, um auch wieder dieses Wort der Vision zu verwenden, ist es, dass Unternehmen sein müssen, die ihren Mitarbeiterinnen Beteiligung, Partizipation, Mitbestimmung von Anfang an ermöglichen. Nur so, glauben wir, können demokratische Werte im Alltäglichen auch gelebt werden, um dann sie auch politisch im Großen einzusetzen. Genau. Also ich habe ganz viele Flyer und Sticker, falls auch noch jemand bei der Aktion mitmachen mag. Herzliche Einladung. Das vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage, weil du das nicht ausdrücklich gesagt hast. Wie haben sich die Leute getan damit, dass es sowas wie politische Arbeit gibt? Das kam eigentlich selten, aber von denen es kam, die waren schon politisch aktiv und ich hatte das Gefühl, da war schon anerkannt, dass ehrenamtliche politische Arbeit, das war ehrenamtlich, dass das Zeit braucht, dass das extrem zeitintensiv ist. Also war vorhanden, aber weniger, wenn das deine Frage beantwortet. Ja, war meine Frage, danke. Silvia Nossig? Ich bin zu nah dran. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Silvia Nossig, ich bin seit knapp 2 Jahren grüne Bezirksvorsteherin in Wien-Währing.
Ich entschuldige mich gleich für meine Stimme. Ich bin seit einer Woche ungefähr grauenvoll verkühlt und hoffe, dass meine Stimme durchhält und Sie mich soweit verstehen. So? Hättest du gern? Okay. Gut. Ich habe ja nicht ganz genau gewusst, was die Erwartung ist, mich da aufs Podium zu setzen, und habe dann versucht, dem noch nachzugehen, und werde das jetzt einfach mit allen möglichen Perspektiven, die mir durch den Kopf gegangen sind, während ich die 4-in-1-Perspektive ja nicht zum ersten Mal gehört habe, und habe mich heute Nachmittag, den ich mir freigenommen habe, um meine Verkühlung ein bisschen zu pflegen, mich auf der Couch auch nochmal damit auseinandergesetzt und war recht froh über diesen Nachmittag, den ich jetzt ganz eindeutig unter die persönliche Weiterbildungstätigkeit verbuchen würde, mich da wieder damit auseinandersetzen zu dürfen. Das aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass ich jetzt, seit ich Bezirksvorsteherin bin, persönlich in eine ganz andere Zeitlogik geworfen bin, als ich sie davor hatte. Ich war davor selbstständig, hat ganz gut funktioniert als Organisationsberaterin, ich hatte genug Aufträge und hatte gleichzeitig ein unglaubliches Maß, jetzt im Nachhinein betrachtet, ein unglaubliches Maß an Selbstverfügung über meine Zeit. Ich habe sozusagen meine Aufträge erledigt, konnte aber mich weiterbilden und mich auf neue Themen einlassen, habe zwischendurch, wie Frieger schon erwähnt hat, Saxophon geübt, weil mein Büro gleich auf der anderen Seite war, und war dann auch noch politisch tätig. Und das ist sich alles wunderbar ausgegangen. Das, was ich jetzt seit 2 Jahren mache, ist eigentlich ein Verlust in der Hinsicht, weil sich das auf diese 2 Bereiche, ich würde mal sagen, zum ersten Mal in meinem Leben ist Politik auch mein Erwerbseinkommen, das hatte ich vorher noch nie. Und gleichzeitig bin ich jetzt eben irgendwie mit ziemlich vielen Stunden politisch tätig. Das macht Freude, das bietet viele Möglichkeiten zu gestalten, aber das hinterlässt auch Defizite in den anderen Bereichen, und zwar vor allem in denen, wo es darum geht, sich auch um andere Menschen und Freunde und solche, die einem lieb sind, kümmern zu können, und auch was das Persönliche, sich mit sich selbst auseinandersetzen, lernen, Sport machen oder Saxophon spielen anlangt. Gleichzeitig wäre es in den Rahmenbedingungen, die gegeben sind, nicht anders denkbar, die sind eben so gesetzt. Und das bringt mich dann zur Frage, warum das so seltsam geklungen hat, was die Linke in diesem Parteiprogramm aus der 4-in-1-Perspektive gemacht hat. Also aus meiner Wahrnehmung ist das Seltsame daran, dass sie nicht mehr das als eine Idee von Gesellschaft verstanden hat, sondern versucht hat, halt an diesen 4 Säulen irgendwelche Verbesserungen zu erreichen für Menschen, und da hast du es dann ja schön runterdekliniert. Aber das verloren gegangen ist, dass es darum ginge, sich Gesellschaft so zu denken, dass es allen Menschen möglich ist, dieses gute Leben zu führen, und das ist jetzt gleich meine These, dass es eben ein gutes Leben wäre, wenn alle Menschen in allen 4 Bereichen tätig sein könnten. Und dann eine zweite These, warum sie es auch noch nicht gemacht haben, ist, weil das ja gleichzeitig die Zumutung ist, trauen wir uns zu sagen, dass wir es für sinnvoll, wünschenswert und eben nicht bedingungslos halten würden, dass alle Menschen in diesen 4 Bereichen tätig sind. Das heißt, trauen wir uns zu sagen, dass wir versuchen würden, politisch Rahmenbedingungen herzustellen, dass eben alle Menschen in diesen 4 Bereichen tätig sind. Was im Moment passiert, ist ja was anderes. Es ist die Erwartung an alle Menschen, dass sie erwerbstätig sind. Es gibt in manchen bürgerlichen Kreisen dann noch die Ausnahme, dass man es als legitim findet, wenn Frauen entscheiden, dass sie ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, dann ist es auch noch gesellschaftlich akzeptiert. Auch noch gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn der Herr Mateschitz morgen beschließen würde, dass er jetzt nur noch für sich und seine, das ist einer unserer Millionäre, der das Red Bull abfüllt, dass der Herr Mateschitz nur noch für das Schöngeistige und leben würde und seinen Beruf aufgibt. Was nicht akzeptiert ist, ist, dass wir uns eine Gesellschaft denken, wo wir sagen, wir hätten gerne, dass alle in diesen 4 Bereichen tätig sind. Das würde sofort als Zwang interpretiert. Womit ich irgendwie beim Problem bin, dass wir so eine
eine Idee haben von jeder sucht sich selber aus, wie er tut, das wäre die wünschenswerte Welt und dann kommt durch die unsichtbare Hand schon eine Gesellschaft zustande, die wir gern hätten. Und ich glaube, dass darin so ein Knackpunkt ist, warum das mit der Vier-in-Einem-Perspektive so schwierig ist. Dass wir sagen, wir nehmen uns politisch, das finden wir es sinnvoll, Gesellschaft so zu denken und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das auch passiert. Und als Letztes, und dafür bin ich dir jetzt wirklich dankbar, das habe ich noch nie gemacht, ich bin ja da gesessen, habe mir gedacht, okay, wie bringe ich das jetzt zusammen, dass ich jetzt als grüne Bezirksvorsteherin ja hauptsächlich mit Verkehrspolitik und öffentlichem Raum und so weiter zu tun habe und du hier über Arbeit redest und das ja jetzt nicht unmittelbar was zu tun hat. Und dann war plötzlich die Erkenntnis da, dass es unglaublich nützlich sein könnte. Das große Ding, an dem wir Grünen ja dran sind, ist, wie kriegen wir es hin, dass wir in Zukunft in einer Gesellschaft leben, die solidarisch und nachhaltig funktioniert. Und wie sehr könnte, wenn wir in diese Gesellschaft hineinwachsen wollen, diese Vier-in-Einem-Perspektive hilfreich sein. Und dann ist es plötzlich ganz logisch, weil es ganz wichtig ist, dass jeder Mensch irgendwie etwas von Produktion versteht und davon versteht, dass es wie ein Tischler arbeitet, woher das Holz kommt, wie Strom erzeugt wird, wie das funktioniert, dass öffentlicher Verkehr organisiert ist und Gleise gebaut werden bis zu dem Moment, wo dann die Züge drauf fahren und das organisiert wird und dass es da Menschen braucht, die sich da auskennen und die Bescheid wissen und die wissen, wie der Heine Staudinger im Waldviertel, wie man Schuhe produziert, aber die auch wissen, wie man gesunde Lebensmittel irgendwie herstellt und wachsen lässt. Also wir brauchen ganz dringend, dass Menschen sich da auskennen. Wir brauchen auch Menschen, die sich mit der Frage des Lebens auseinandersetzen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, dass wir, also ich muss es kurz noch mal persönlich erzählen, einer der Momente, wo ich in meinem jetzigen Tätigkeitsfeld immer so einen Zeitlogikwechsel habe, ist, als Bezirksvorsteherin gehört es zu meinen Aufgaben, dass ich 90-Jährige, 95-Jährige, Hunderte zu ihrem Geburtstag besuche und ihnen gratulieren gehe. Das ist insofern eine sehr schöne Tätigkeit, weil das so einen Tempowechsel beinhaltet in meinem durchgetakteten Alltag, weil dann bin ich diese halbe Stunde bei einem Menschen, der gerade dabei ist, so seinen Lebenskreis zu runden. Und ich bin gerade dann, also so, das ist irgendwie so aus der Zeit gefallen und je nachdem, wie es der oder demjenigen gerade geht, bin ich dann eben da und interessiere mich für ihn oder für sie und bekommen Lebensgeschichten zu hören, die anrühren und die bewusst machen, dass das Leben eben Werden und Vergehen ist. Und ich glaube, dass ein Kern jetzt aus dieser Idee, dass wir Nachhaltigkeit brauchen, an dieser Sorgesäule ist, dass wir mit dem Werden und Vergehen und dass es eben Grenzen gibt und dass es nicht unbegrenzt ist, weder unser Leben noch die Ressourcen noch was auch immer beinhaltet. Ich glaube, wir brauchen, dass Menschen sich mit sich selber und ihrer eigenen Lebensweise auseinandersetzen, weil wir das sonst nicht hinkriegen, wenn wir sozusagen, also die Frage ist, was ist sinnvolles Leben jenseits von Konsum, was ist sinnvolles Leben für mich und wie passt es in die Welt, dass diese Auseinandersetzung dringend notwendig ist. Und wir brauchen ganz dringend, weil das alles eine kollektive Anstrengung ist und weil wir das nicht hinkriegen werden, wenn wir es nicht gemeinsam irgendwie politisch machen und uns dafür einsetzen, brauchen wir, dass die Menschen politisch tätig sind. Und wir brauchen jeden Menschen in allen vier Bereichen. Und insofern war ich jetzt total dankbar für das noch einmal hören nach mehreren Jahren und würde gern das in die Diskussion reingeben, dass es eben nicht nur um Arbeit geht, sondern dass dieses vierfach tätig sein auch eine ganz wichtige Perspektive sein könnte, um in eine Gesellschaft zu kommen, die zukunftstauglich ist. Eigentlich triffst du jetzt anderen, glaube ich. Eigentlich auch. Ich habe zwei große Sachen dazu.
Ich denke auch, dass wir eine gemeinsame Kultur von Lebensführung brauchen und dass die Einzelnen herausgefordert werden, sich selbst als Projekt zu begreifen, welches sich entwickelt und lernt und mit anderen in diesen vier Bereichen geht. Ich darf mehr. Ja. Wir weiter weg, du näher. Ich denke auch, dass das ein unglaublich schwieriges, langfristiges, auch für Generationen Projekt ist, aber dass es angepackt werden muss, weil die Menschen in diesen Verhältnissen, wenn doch Kinder diese Verhältnisse sind, es ist vielleicht gar nicht an. Ja, dann kann ich ja stundenlang machen. Dankeschön. Es war nicht an. Also ich denke auch, dass die Merkmale oder die Male an uns, die der Gesellschaft, dass wir als Kinder dieser Verhältnisse uns selbst als Projekte betrachten und als jene, die eine andere Kultur und eine andere Person erst lernen müssen und dass das sehr langwierig ist und dass wir dazu viele sein müssen und in allen Bereichen und einen Kompass brauchen. Aber nicht, dass das von einem Tag auf den anderen einfach durch Entscheidung gemacht werden kann. Ab morgen werde ich irgendwie auch 4 Stunden im Haushalt helfen, heißt es dann auch noch, statt dass es derselbe Haushalt ist und so weiter. Das finde ich auch, ich fand sehr, sehr lustig die Beispiele von Schifte. Hashemi? Schifte. Wie spreche ich das Schifte. Aus? Schifte. Ja. Von Schifte, weil sie uns immer darauf hingewiesen hat, dass die wirklichen Menschen zu befragen wirklich enorm lehrreich ist, was man gar nicht alles gedacht hat, wie schwierig es ist, was jemand als Arbeit bezeichnet und was nicht und warum nicht und wie Arbeit und Genuss auf jeden Fall auseinanderfallen, kaum genießt man es, kann es ja wohl nicht Arbeit sein, statt dass der Genuss ein Kriterium für Arbeit wäre und so. Und dass man das lernt mit anderen zusammen und möglichst viel mit ihnen spricht und dieses Wort. Aber was ich für alle einfach zu anzuwenden finde, ist, so wie man die Sachen allgemein spricht, du hast das, glaube ich, auch gesagt, so wie man immer sagt, es muss für alle sein, kriegt es seine revolutionäre Kraft wieder, weil man gleich sieht, was man dann noch alles tun muss, dass es für alle möglich ist. Und dass man zum Beispiel tatsächlich ein total anderes Bildungskonzept braucht. Ich bin immer da drin stecken geblieben. Ich habe ja Arbeitsforschung gemacht, mir hat es sehr gut gefallen, dass die höchste Qualifikation der Automationsarbeiter ist, wenn sie von Hand fahren. Das heißt, wieder zurückgehen in der Entwicklung, womöglich bis ins Steinzeitalter. Und es selbst die Entwicklung der Arbeit und der Arbeitsinstrumente nachvollziehen können und dass unsere Bildungskonzepte das enthalten müssten, die Handarbeit, die theoretische Arbeit, die Gesundheitsarbeit, den Umgang mit dem eigenen Körper etc. Und ohne das wird es nichts werden. Das wiederum bedeutet schrecklicherweise, dass wir die Bildungskonzepte nochmal ganz anders überarbeiten müssen. Aber ich finde, du solltest die anderen, ich wollte euch, am Ende wollte ich euch vorlesen, was mir ein Gewerkschafter geschrieben hat, wieso das ganz leicht zu machen ist, die 4-in-1-Perspektive jetzt sofort in Angriff zu nehmen, natürlich als langfristiges Projekt. Aber ich suche es gleich raus, aber ich möchte jetzt das. Ja, also ich würde auch nur noch einen Gedanken in die Menge werfen, mit dem wir häufig zu tun haben und der für uns als Netzwerk, aber jetzt auch ganz privat und persönlich einen Widerspruch darstellt, und zwar einerseits dieser Wunsch, vermutlich weniger Erwerbsarbeit zu haben, privat weniger Erwerbsarbeit machen zu müssen, und andererseits dieses Bedürfnis, für alle gute Arbeit und für alle gute Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Also wir arbeiten mit diesem Ansatz, dass wir der Meinung sind, dass es schon Erwerbsarbeit auch braucht, um quasi diesen sozialen Kleber, um diese gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, vielleicht brauchen wir Erwerbsarbeit in unserem System ja nur, weil wir diese anderen drei Teile der Arbeit so wenig
entwickelt haben. Vielleicht gäbe es auch einen anderen sozialen Kleber, der gesellschaftliche Teilhabe abseits von Erwerbsarbeit ermöglichen würde. Weil das ist schon ein großes Problem, mit dem langzeitarbeitslose Menschen kämpfen, dass ihre gesellschaftliche Teilhabe durch das Fehlen von Erwerbsarbeit wegfällt. Und Konzepte, die ganz ohne Erwerbsarbeit auskommen, da bin ich immer ganz skeptisch. Darf ich was dazu sagen? Also ich tue mir mit diesen Ideen, ja, also das eine natürlich ist es gesellschaftliche Teilhabe, aber mit den Ideen, alles ohne Erwerbsarbeit zu machen, tue ich mir deswegen schwer, weil ich immer so das Gefühl habe, es fällt so ein bisschen hinten runter, wie unsere Gesellschaft tatsächlich funktioniert. Das kommt jetzt vielleicht daher, dass ich aus der Organisationsentwicklung komme und 20 Jahre Organisationsberaterin war, aber wie glauben denn Menschen, dass der Strom produziert wird, der Kanal geräumt wird, die Straßenbahnen fahren, die Lebensmittel aus dem Umland nach Wien kommen, der Vertrieb, also Verkauf derselben organisiert wird, Häuser gebaut werden, die Fliesen in diesen Häusern verlegt werden, Gewand produziert wird. Also man kann es natürlich alles denken, das ist eh schon bei den Chinesen ausgelagert und bei Dings, das funktioniert aber spätestens dann, wenn ich eine Massage brauche, nicht mehr. Und die Frage ist ja, wie organisieren wir es, dass diese Bedürfnisse, die wir haben und die unsere Gesellschaft ausmachen, dass die bereitgestellt werden. Und da zu sagen, das müssen wir irgendwie gemeinsam hinkriegen, und jetzt überlegen wir uns, und ich bin ja die Erste, die sagt, politisch die Machtverhältnisse, die das jetzt organisieren können, umgestürzt, aber trotzdem bleibt die Arbeit zu tun. Und dann ist die Frage, wer macht die? Ich meine, irgendwann vielleicht nur mehr Roboter, wie viele meinen, das glaube ich aber nicht so richtig. Und das ist der zweite Aspekt, neben dem, dass wir uns, glaube ich, aus Nachhaltigkeitsgründen ganz dringend in die Produktionsprozesse einschalten müssen. Aber das ist nur als Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, dass das deswegen für mich dann immer so ein großes Fragezeichen hinterlässt, zu sagen, wir streichen jetzt die Erwerbsarbeit, weil das heißt ja auch, wir streichen alles, was in Erwerbsarbeit gemacht wird. Jimmy? Organisiert gemacht wird. Ja, ganz kurz. Ja, Irmi Salzer, ich bin... Immer kurz vorstellen. Ja. Bin zurzeit Biobäuerin, arbeitslos und Kandidatin für die Grünen. Ich danke für den Vortrag, der mich sehr beeindruckt hat, aber der mir auch sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Die 4-in-1-Perspektive ist mir schon lange bekannt und auch als spannendes Kompass, politischer Kompass oder... Utopie. Mich hat besonders diese Fragestellung, die auch im Vortrag ist, angesprochen, gerade auch jetzt quasi im Wahlkampf. Ich sehe mich auch als Linke innerhalb der Grünen, also einer linken Bewegung. Verhältnis von Utopien und politischer Praxis, und deswegen habe ich das auch sehr, sehr interessant gefunden, wie Sie erzählt haben, wie sozusagen die 4-in-1-Perspektive dann in die politische Praxis der Linken nicht übersetzt wurde oder falsch übersetzt wurde. Mir haben sich da aber auch wieder neue Widersprüche und Fragen aufgetan, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, wenn ich von politischen Utopien spreche, und Sie haben das, glaube ich, ein oder zweimal oder mehrmals betont, dass das nicht funktioniert hat in diesem Entwurf des Wahlprogramms, weil die Menschen, die noch in der Normalität der Gesellschaft stecken, ausgeschlossen wurden. Und das war für mich ein großes Fragezeichen, weil ich frage mich, wer ist in der Normalität der Gesellschaft? Also was ist normal in unserer Gesellschaft? Ist es normal, wenn wir auf der einen Seite Langzeitarbeitslose haben, stecken die dann in der Normalität der Gesellschaft, weil die gibt es auch schon lange, oder diejenigen, die 80 Stunden arbeiten? Ist es normal, wenn Frauen die 3-in-1-Perspektive sehr oft leben, die 4., nämlich die Arbeit an sich selbst, nicht schaffen und das auch nicht mit dann 3x4 Stunden pro Tag, sondern oft viel mehr, an 7 Tagen die Woche. Und wenn wir uns als linke politische Kräfte dann für die sogenannten Minderheiten einsetzen, ist das dann nicht auch ein emanzipatorischer Ansatz, dass ich sage, diejenigen, die nicht in Kleinfamilien leben
wollen oder diejenigen, die andere Formen als die sogenannten normalen Formen des Zusammenlebens leben wollen oder diejenigen, die ihr Leben anders gestalten wollen, die wollen wir schützen vor Ausgeschlossensein, vor Ausbeutung und so weiter. Also das waren die Widersprüche, die sich mir dann aufgetan haben und wo ich mich freuen würde, da weiter zu diskutieren. Das geht ja nahtlos an dich. Kann ich das? Ja, natürlich. Würde ich unheimlich gern sofort was sprechen, weil... Soll ich jetzt da sitzen? Kann ich was hier sitzen? Sofort was dazu sagen, weil du so automatisch in Politik für andere fällst. Schon wieder geht es nicht. Geht es jetzt? Ja. Okay. So automatisch Politik als etwas hörst, was du für andere machst oder ihr für andere oder wir für andere. Aber die Frage, dass die Individuen in der Gesellschaft, in der Normalität stecken, ist, wie sie sich einzeln selbst verhalten. Es muss doch durch die Einzelnen hindurch, ihr Bewusstsein, was sie für richtig und wichtig halten. So wie Silvia sagt, sie weiß jetzt gar nicht mehr, ob das sinnvoll ist. Sie stellt die Frage an sich selber. Wer bin ich in dieser Gesellschaft? Und die einzelnen Individuen sind in kapitalistischen Gesellschaften voller Neid und Ressentiment und Angst und Verstörung und wissen nicht genau. Und dann treten sie auf und treten nach den anderen. Und sie wissen, wenn die alle in der Schule gut sind, wird mein Kind rausfallen. Deswegen werde ich jetzt etwas dafür tun, dass mein Kind besser ist als alle anderen. Ich hoffe doch, das ist das Beste und so weiter. Und es geht dann familiär zu und in Klientelen. Und die Frage also von mir ist eine an die Normalität der Individuen, die jetzt die Veränderung machen wollen. Und sie sind gleichzeitig gespalten. Sie sind auch mit einem Bein schon in transformierender Absicht unterwegs. Sie sind kleine revolutionäre Individuen, ziehen ihre revolutionären Stiefel an und gehen los. Was passiert jetzt? Das daran die Frage. Und nicht, ob wir für Minderheiten arbeiten und so, sondern wie ziehen die sich das an? Dieses, was wir vorschlagen, wenn wir schlagen, lebt doch in der 4-in-1-Perspektive. Du hast es doch eben auch gesagt, alle beide habt ihr, oder alle drei habt ihr es gesagt. Das ist doch eine unheimliche Zumutung an die Lebensführung, dass du nicht sagst, jetzt darf ich aber diesen Luxus nicht machen, denn ich habe noch so viel zu tun oder soll doch der andere mal oder wenn ich jetzt mich nicht ranhalte wird und so weiter. Das kann man doch überhaupt nicht leugnen, dass die Einzelnen, und sie müssen es sein, wenn es nicht durch die Bewusstsein der Einzelnen geht, geht es gar nicht. So, egal wie viel Politik wir für andere machen und für Minderheiten und sonst was, sie müssen es selber tun. Wenn sie es nicht selber tun, wird es nichts. Auch diese Minderheiten, wenn sie es nicht selbst tun, wird es nichts. Das hat doch Schifte versucht klarzumachen. Auch. Ich wollte dieses nur sagen. Ich wollte den Viktor noch nicht vorlesen. Weil noch ja. Ja, ja, aber es drängen sich schon die Leute auf den Platz und ja, ja. Du kannst gleich fortsetzen. Ja, ich kann gut daran anknüpfen. Heidi Ambrosch, Frauensprecherin der KPÖ. Und Kandidatin für KPÖ Plus. Wenn du neben mir schreist, höre ich dich nicht. Nein. Ich kann gut an dem anknüpfen und an dem, also das, was so herkömmlich in der Frauenbewegung oder auch in der Bewegung der Sozialforen Selbstermächtigung genannt worden ist, das eigentlich ursprünglich auf die Frauenbewegung zurückgeht. Und was eben auch in der Beschreibung von dir, Schefti, so war, dass du gesagt hast, also Arbeitswelt ist genannt worden, Reproduktionshausarbeit, weniger schon die Arbeit an sich selber. Und dann war die Nachfrage von Andreas, wie ist denn das mit der politischen Partizipation? Und also ich bin ja eine Aktivistin der Frauenbewegung und ich halte ganz, ganz viel davon, alles möglich zu tun, um immer wieder die Frauen selbst für ihre Dinge in Bewegung zu bringen. Ich glaube, das ist auch der Mangel gewesen an diesem Parteiprogramm, dass schon wieder ein Stück dieser Stellvertreterinnenpolitik durchgekommen ist, wo ich von Frieger seit Ende der 70er Jahre gelernt
habe für die Frauenbewegung in ihrer Opfer-Täter-These. Also wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt das für uns ohne Folgen. So hat das Peter Weiß genannt, aber so letztendlich an Marx anknüpfend, wir müssen selber uns erkennen, wie wir tun, weil sonst können wir auch diese Schranken nicht überwinden und nur im Veränderungsprozess von uns selber verändern wir das andere und umgekehrt. Also es ist immer so eine Wechselwirkung in den beiden. Und eine entscheidende Frage, also wie man diese vierten Bereiche auch verknüpfen kann, es war jetzt hier sehr viel von der Arbeitsteilung, von der Neubewertung von Arbeit und so weiter die Rede, aber wenn ich das nicht ganz klar verknüpfe mit der Frage Verteilung von Reichtum, Verteilung von Einkommen, dann werde ich da auch nicht weiterkommen, weil also das ist das Entscheidende, habe ich überhaupt die Möglichkeit aus meiner Existenzangst heraus überhaupt noch Zeit zu haben, mich um andere Zeit und auch Energie zu haben, um mich um andere Felder zu kümmern. Schon allein, ob ich mir einen Theaterbesuch leisten kann, fängt schon da an. Ja, oder geschweige denn, mich dann noch in politische Prozesse einzubringen. Also welche Möglichkeiten habe ich, also wenn ich das nicht ganz klar an diese Frage von Verteilung des Reichtums knüpfe, dann wird da gar nichts weitergehen. Also da muss ich dir auch radikal die Frage der Umverteilung stellen. Ich glaube, Heidi, dass du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast, der sozusagen also, ja, implizit, glaube ich, mitschwingt in der Utopie und gleichzeitig ganz wichtig ist, benannt zu werden. Dass die Idee, dass man, wenn man in diesen vier Bereichen tätig ist, natürlich auch damit einhergeht, dass man die Möglichkeit dazu hat und natürlich sind wir dann beim Verteilungsthema. Ich würde gerne noch einen Punkt anschneiden von wegen des politisch tätig sein und dass die Partizipation, dass da ein Punkt liegt, wo ganz besonders viele Widersprüche für mich drin sind. Oder ganz besonders, aber auch einige Widersprüche, so wie ich sie aktuell erlebe. Vielleicht das Hintergrund, Währing ist ein sehr vielfältiger Bezirk. Also normalerweise wird er so gehandelt als der typisch bürgerliche Bezirk. Das ist er aber nicht nur, sondern es gibt sehr gut situierte Bereiche mit sehr gut situierten Menschen am Stadtrand zum Wienerwald. Es gibt ein sehr buntes, ein bisschen so die Bobo-Ecke wie im Siebten und es gibt auch den dicht verbauten Gründerzeitteil zum 17. Bezirk hin, wo einfach auch Menschen leben, die jetzt keine so dicke Brieftasche haben. Und wir haben jetzt angefangen, sozusagen da partizipative Prozesse zu fördern und auch einen lokalen Agenda 21 Prozess. Und es sind für mich zwei Widersprüche in der Geschichte mit der Partizipation, wo man politisch gut schauen muss, wie geht man damit um. Das eine ist, also dass es eben ein Gefälle schon mal von Haus aus gibt, nicht nur zwischen der Frage, kann ich mir das leisten und habe ich die Zeit, mich partizipativ einzubringen, sondern auch, bin ich es gewohnt, mich zu artikulieren, bin ich es gewohnt, mich und meine Interessen wo einzubringen und habe ich eine Idee, Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt nicht sozusagen immer das Gleiche. Also das eine ist, dass auf jeden Fall das Gefälle zu beobachten ist, dass Menschen, die beruflich gewohnt sind, die in einem Arbeitsumfeld gewohnt sind, sich zu artikulieren, dass die halt dann eher auch in diese partizipativen Prozesse reingehen. Und das Zweite, was zu beobachten ist, ist, dass es noch einmal einen Unterschied gibt zwischen Partizipation als übernehmen wir Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung im Bezirk, für eine andere Mobilitätspolitik, für was auch immer, für mehr Grün in den Straßen, und so, oder starte ich eine Bürgerinitiative, um mein ureigenstes Interesse zu vertreten und zu schauen, dass sich in meinem Umfeld möglichst nichts ändert. Wurscht, was das für andere heißt oder wurscht, was irgendwie Dings, aber also dieses Not-in-my-backyard-Phänomen. Und insofern ist sozusagen diese, auch da an dieser Ecke die Herausforderung, einer der vielen Widersprüche, wie geht man damit um, dass eher die ohnehin in den besseren Situationen sind, gewohnt sind, auch solche Prozesse sich dort einzubringen und das besser können, ja, und gleichzeitig aber man ja den Anspruch hat, dass alle Gesellschaft gestalten und dass vor allem die normalerweise nicht so gehört werden, damit gestalten. Also
Wir haben jetzt zum Beispiel über eine ziemliche Aufwertung von Kinder- und Jugendparlamenten den ersten Schritt gemacht, um Gruppen, die normalerweise nicht so gehört werden, da auch mehr Gehör zu verschaffen. Aber das ja, beschäftigt uns. Da der Platz noch frei ist, du musst dann noch vorkommen, wenn du an den Platz willst, möchte ich eine Frage noch verstärken und dich um eine Antwort bitten, die da vorher schon angesprochen wurde. Ich möchte es nochmal zuspitzen. Die 4-in-1-Perspektive meiner Meinung nach steht in einem Spannungsfeld zum Zeitgeist, der auch innerhalb der Linken als Partei und innerhalb der Grünen und anderer sich als links verstehenden Bewegungen weit verbreitet ist. Das ist die Idee, dass Wahlfreiheit ein ganz hohes Gut ist. Und die Idee, selbstbestimmt zu entscheiden, wie man sein Leben führen will. Und das steht in einem ziemlichen Widerspruch mit der Idee, dass man in allen 4 Bereichen tätig sein soll. Die Freiheit zu haben, in allen 4 Bereichen tätig zu sein, das als Aufforderung zu formulieren, als Einladung, sind alle dafür. Die andere Seite zu sagen, wir finden es nicht gut, dass Männer Minderleister sind, weil sie keine Sorgearbeit leisten, hört man schon viel seltener. Ja? Und dass man sagt, dass manche Frauen halt für sich die Entscheidung getroffen haben, nur Teilzeit zu arbeiten, da ist es schon deutlich unklarer. Ja? Aber ich glaube, tief am Kern liegt die Geschichte, dass sich diese 4-in-1-Perspektive spießt mit Selbstbestimmung oder zumindest in einem starken Widerspruch ist. Ja, da kommen wir doch die ganze Zeit immer wieder darauf. Das war schon einer der grundlegenden Widersprüche unter den Aufzählungen im Anfang. Und ich kann es nicht wirklich richtig nachvollziehen, dass du das wieder und wieder und alle es wieder und wieder doch denken, es wäre ein Widerspruch, weil doch es die Aufforderung an uns ist, uns historisch zu sehen, uns selber historisch zu sehen. Das heißt, wir sind doch in dieser Gesellschaft geworden. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass wir in dieser Gesellschaft geworden sind, das Ideal der Wahlfreiheit vor uns her sitzen und jetzt genau das tun, was für uns das Beste und Schönste ist und frei, richtig, richtig, ganz doll frei ist, wenn wir doch wissen, dass wir in diesen Zwängen uns geformt haben, dass wir also Produkte dieser Gesellschaft sind, jeder einzelne von uns, und dagegen so hehre Geschichten wie Gerechtigkeit und Freiheit und Gleichheit zu setzen, scheitern muss auf jeden Fall an jedem Einzelnen. Und was macht man jetzt? Das war doch gerade die Frage von Silvia. Ich habe daraus die Konsequenz gezogen. Also ihr habt alle verstanden, dass wir historisch uns ansehen, selber als Gewordene, nicht von Natur aus und fertig und wunderbar so. Und ich bin eben halt so, das ist mein Charakter und auf den halte ich große Stücke, sondern historisch geworden und also veränderbar und uns gemacht haben und also uns verändern können. Jetzt kommt immer noch darauf, wir sind es, die sich verändern können. Und wie macht man das? Ich habe deswegen die Erinnerungsarbeit als Methode entwickelt und in unglaublichen Massen schon durchgeführt. Und es wird überall in der Welt gemacht. Das ist ganz fantastisch, weil es die Einzelnen, es ist eine relativ einfache Methode, es fordert die Einzelnen auf, ein Problem, das sie haben, etwas, worunter sie leiden, Angst zum Beispiel, aufzuschreiben, nicht an sich, nicht eine Philosophie über Angst und Parolen in die Welt setzen und sagen, jeder ist seines Glückes Schmied und kann das überwinden, wenn er will oder so, so nicht, sondern jetzt schreiben alle auf eine Szene von Angst. Als ich einmal Angst, man wird ziemlich bald feststellen, dass die Geschlechter verschieden sind, enorm verschieden über die Frage der Angst. Man kann die Philosophie über Angst haben, da kriegt man den ersten Lacherfolg, nämlich in einer Frauengruppe zu sagen, 50 kamen in dieses Erinnerungsarbeit zu Angst,
zu sagen, ich sage euch mal, denn das müsst ihr hier auch, sie waren aus allen Gesellschaftsschichten bis zu den Arbeiterinnen, alle hatten Angst und wollten, dass darüber gesprochen wird. Da hat die Philosophie, der Beste darin ist Kierkegaard, er sagt, der Mensch hat Angst, weil er Angst vor dem Tode hat. Da lachten die 50 Frauen und sagten, aber wir haben doch Angst vor dem Leben. Und das ist eine so ungeheuer entwickelte Selbstbeobachtung und Einsicht und doch für uns alle selbstverständlich, natürlich haben sie Angst vor dem Leben. Was ist der Tod verglichen zum Leben? Das Tod ist einmal, nicht? Und dann ist die Sache gelaufen, aber das Leben ist, davor haben wir Angst. Und jetzt kann man im Einzelnen herausfinden, wie die Einzelnen sich wahrnehmen, wie sie sich in die Gesellschaft setzen, wie sie sich als Vereinzelte, als Einzelkämpferin, als allein als gesellschaftliche Wesen denken. Das ist natürlich ungeheuer, wenn sie erkennen, dass sie nicht allein sind, sondern alle zusammen Angst haben, ist sozusagen der erste Schritt getan. Gehen wir jetzt damit um und wie könnte das weitergehen? Ich kann euch auch noch sagen, dass alle Frauen Angst vor Männern haben, besonders im Dunkeln. Aber wenn sie denn die Geschichten aufschreiben, sind die gar nicht da. Schließlich ist es eine Ecke, vor der sie Angst haben, weil es könnte sein, hinter der Ecke gibt es Männer, die ihnen irgendetwas antun wollen. Und so reduziert sich der Kreis, schließt sich immer enger. Es geht um ihre Körper und warum geht es und so weiter. Und ihr könnt sehen, wie aus allen Gesellschaftsschichten und in jeder Ausbildungsstufe sie ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können. Und noch, Silvia, es stimmt auch nicht, dass nur die sozusagen immer schon reden, so wie ich, dann reden können. Oder Schifte kann auch einfach so frei reden. Nicht nur die wir das gewöhnt sind, können reden, sondern so wie ihr sie anfängt zum Schreiben zu bringen, wird ihr feststellen, was für ein unglaublicher Reichtum an Sprache in diesen Menschen ist und dass sie alle schreiben können und Geschichten wiedergeben und dann das auch weiter tun und es sich zur Gewohnheit machen, sich historisch zu sehen. Das ist eine sehr, sehr großartige Weise. Es ist nur auch Zeitraum natürlich, ne? Weil ich glaube, ich habe es mit Wienerinnen, habe ich es verscherzt und sie sind auch ewig jetzt mit mir verfeindet, weil ich mich geweigert habe, mehr als drei Erinnerungsarbeitsgruppen hintereinander mit ihnen zu machen. Und ich habe anderes zu tun, ich kann nicht immer nach Wien kommen und mit euch drei Tage eine solche Gruppe machen. Ich muss in aller Welt noch, auch noch sein. Und der Brecht hat das sehr schön auf die Spitze getrieben, als hätte er, würde er gefragt, wie jetzt eben das der Andreas sagte, er soll jetzt die vier in einen Perspektive leben. Sagt Brecht, ich habe aber keine Lust auf Politik. Das war Silvias Frage, ist nicht das Politische das der Knackpunkt, weil das uns in die Gesellschaft zieht und verantwortlich für diese Macht auch noch, nicht nur für uns selbst, aber dies auch. Beides. Und es wird jetzt zusammengeführt, die vier in einem Perspektive, die Fragen der politischen Ökonomie und der Gesellschaftsgestaltung mit den Fragen der Entwicklung der Einzelnen historisch. Und Brecht sagt also, ich habe aber keine Lust auf Politik. Aber wenn ich wirklich keine Lust habe auf Politik, muss ich sehen, dass ich mich daran beteilige, die gesellschaftlichen Zustände so zu verändern, dass Politik als einzelne Praxis nicht mehr nötig ist. Und es kann sein, dass ich darüber mein ganzes Leben verliere. Das Brecht dazu ist auch eine historische Person, der sich schreiben und nicht Politik machen. Aber es ging nicht. Er musste erst die Gesellschaft verändern. Kann er es so tun. Und es war noch ein Element drin. Ach, nur noch der Victor ist da drin, der sich das einfach vorstellt. Ich habe mehrfach schon vergessen, darauf hinzuweisen, die Leute, die rausgehen, dass sie nicht vergessen, beim Büchertisch vorbeizugehen. Habe ich das jetzt gut gesagt? Hinten gibt es Bücher zu erstehen. Also hinten gibt es nicht irgendwelche Bücher zu erstehen, sondern unter anderem die vielen einen Perspektive.
Danke. Und dann mache ich noch eine zusätzliche Werbeeinschaltung für diese Ausgaben von der Frieger vom Buch Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik. Das ist einfach großartig. Das waren jetzt zwei Werbeeinschaltungen. Ja, genau, darauf. Die Hoffnung, dass ihr, wenn ihr mich gehört habt, ganz viel weiteres lesen wollt, weil ihr findet, dass ich verständlich spreche und ihr also mit Gewinn diese Dinge studiert und miteinander diskutiert und dann auch eine andere Lebensführung sofort anfängt. Genau. Dem nähern wir uns jetzt. Wir nähern uns dem Ende der Veranstaltung. Wenn niemand mehr diesen Platz in Anspruch nimmt, ja, das ist jetzt die letzte Chance, weil dann würde ich hiermit die Runde des Endes einleiten. Ja, ich heiße Iris, ich bin Studentin bei Matrias Novi und außerdem bei der Klimagruppe System Change, Not Climate Change. Und ja, danke für den tollen Vortrag, also es war wirklich sehr inspirierend. Und ich frage mich aber jetzt so ein bisschen, was könnten da so konkrete Schritte sein, also auf dem Weg hin zu einer 4-in-1-Perspektive vielleicht. Also ich habe jetzt vorhin gelesen, dass zum Beispiel die IG Metall mit der Forderung für Arbeitszeitverkürzung in den nächsten Tarifverhandlungen startet. Also wäre das auch sowas, was du oder was ihr vielleicht sagt, dass das so eine Möglichkeit wäre, dass man einfach darauf pocht, Arbeitszeitverkürzungen voranzutreiben? Oder welche anderen Ideen ihr dazu habt? Vielen Dank. Entschuldigung. Du nimmst dieses Mikro, aber du hast das Schlusswort. Guck mal. Und ihr zwei, wenn ihr wollt. Zwei. Nein, aber das ist besser, das wurde ist mir besser gesagt. Ah. Ja? Wenn ihr wollt, kannst du jetzt noch. Ich kann das. Nein, du bist die Letzte. Ich bin die Letzte. Also ich würde jetzt kurz den Hut wechseln und den Hut der Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0 aufsetzen, dass ich auch bin. Und eigentlich einladen dazu, sich beispielsweise beim Frauenvolksbegehren mitzumachen und mitzumischen oder in anderen Gruppen, wo es darum geht, frauenpolitische Themen, die, wie wir alle finden, auch männerpolitische und gesellschaftspolitische Themen sind, da auch mitzuarbeiten. Also ich bin persönlich, und wir sehen das auch in unserem Netzwerk, davon überzeugt, dass es Frauen sein werden, die die nächsten Veränderungen anstoßen werden, weil dieses Thema der Arbeit für uns noch viel relevanter ist als das von Männern, weil das System bei uns systematisch Armut und Ausbeutung und Marginalisierung erzeugt. Ich glaube, wir sind diejenigen, die es am meisten spüren. Natürlich, so sage ich auch immer, leiden Männer unter dem Patriarchat, aber ich glaube, dass wirklich nächste Schritte sein müssen, dass Frauen sich zusammenschließen. Und das ist auch so der interessante Punkt, der mich immer so als junge Frau auch beschäftigt. Es müssen neue Formen dieses kollektiven Zusammenschluss sein. Ich habe das Gefühl, dass diese alten Formen, ich weiß, es sitzen hier auch sehr viele Menschen, die in Parteien arbeiten, dass diese alten Formen für viele Leute auch aus Zeitgründen nicht mehr möglich sind. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen leichtfüßigere Bündnisse, wo wir uns gemeinsam austauschen können. Und ja, Arbeitszeitverkürzung bzw. Neubewertung von Arbeit müssen die Themen sein, die wir speziell als Frauen vorantreiben. Ich glaube, das sind ganz konkrete nächste Schritte. Das sind extrem voraussetzungsvolle Ideen, das merken wir jetzt auch immer wieder bei der Übersetzungsarbeit, beispielsweise am Land, was hat eine 30-Stunden-Arbeit mit einem guten Leben für alle zu tun? Aber ich glaube, diese Übersetzungsarbeit, für die dürfen wir uns nicht zu schade sein, die müssen wir immer wieder leisten. Und ich kann persönlich wirklich nur jeden also dazu appellieren, quasi sich zusammenzuschließen, in leichtfüßigen Bündnissen sich zu organisieren und vor allem auch als Frauen endlich das einzufordern, was uns schon lange zusteht. Und ich glaube persönlich, aber auch durch die Arbeit in unserem Netzwerk, dass vieles durch die Umwälzungen in der Arbeitswelt und in der Arbeitsmarktpolitik vorangehen wird. Ich möchte es gerne verstärken. Also ich glaube, dass die Ansage und der politische Einsatz für Arbeitszeitverkürzung ein wichtiger Hebel ist. Ansonsten glaube ich, also weil Sie gefragt haben, was konkrete Schritte sind und auch an das anknüpfend, was Sie gesagt haben, ich glaube, wo immer man politisch sich engagiert und tätig ist, ob das in einer Gewerkschaft ist, ob das bei einer Partei ist, ob das in einem Netzwerk ist, ob das bei Attac ist völlig egal, aber wichtig ist, dass man es tut. Und ich glaube, dass das ein also doppelt wichtig ist, nämlich zum einen, um politisch was weiterzubringen gemeinsam und zum anderen, um
persönlich zu lernen. Und ich habe in meinen 30 Jahren unglaublich viel gelernt, um dann wieder sagen, weiter politisch tätig sein zu können. Und vielleicht abschließend nochmal aufs Persönliche zurück. Für mich persönlich ist eine der größten Herausforderungen, in diesen vier Bereichen tätig zu sein, ist, dass es unglaublich viel Aufmerksamkeit und unglaublich viel Achtsamkeit braucht auf die Tempowechsel. Also du hast ja schön ausgeführt, was für unterschiedliche Zeitlogiken da drin stecken. Und die stecken drinnen, ob ich jetzt effizient arbeite, ob ich mich mit Menschen auseinandersetze, ob ich mit mir selbst. Also dieser Wechsel an Aufmerksamkeit und Zeitlogik und Tempo ist für mich persönlich eine der größten Herausforderungen. Und ich glaube, dass viel an dem, wie Menschen versuchen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen sich ihren Alltag irgendwie zu arrangieren, unter vielen anderen Rahmenbedingungen auch damit zu tun hat, dass das einfach viel Aufmerksamkeit braucht und viel Wollen, diese Wechsel auch hinzubekommen. Frigga, du hast das Schlusswort, das Fast-Schlusswort. Ich gebe euch erst noch den Viktor ein, weil ich das schon mehrfach gesagt habe, weil der mich ganz überrascht hat. Viktor ist auch ein Metaller, ein Schlosser, Bandarbeiter, dann Schlosser, dann hat er auf der Hochschule für Wirtschaft und Politik, wo ich lehrte, über den zweiten Bildungsweg studiert und jetzt ist er in der Ausbildungsleiter in der IG Metall wiederum. Und er schreibt Folgendes, er ist ein großer begeisterter Anhänger der 4-in-1-Perspektive und bastelt die ganze Zeit daran, wie kann man das praktisch umsetzen. Und anschließend sage ich was zu euch. Also, ich denke, es geht im Sinne eines Arbeits- und Gemeindevertrags. Alle vier Bereiche sind als Arbeit, Entwicklung und Gestaltung integrierbar. Somit können alle vier Bereiche in eine gleichwertige und gleichzeitige Anerkennung hineinwachsen. Berufsentgelt, Grundeinkommen, Sozialtransfer und Zeiten können aufeinander bezogen werden, statt sie getrennt zu diskutieren. Analog zum bisherigen Arbeitsvertrag braucht man im Tätigkeitsrahmen Gemeindevertrag, rechtliche Absicherungen und Mitbestimmung. Da die meisten in beiden Mitbestimmungsarenen beteiligt sind, können die Mitbestimmungsarenen sich gegenseitig stärken und den Einfluss gewinnen auf die Kontrolle und Gestaltung wirtschaftlicher Fragen, Unternehmensentwicklung, Kommunalhaushalt. Das heißt Bindung der Interessen und Kapitale an die Entwicklung der vier Bereiche. Soweit ist Viktor gekommen. Er bittet euch dringend, ihm zu antworten und zu sagen, ob er so weitermachen ist. Er findet den Vorschlag, dass das eigentliche Problem ist, dass die meisten sich keinen nachvollziehbaren Politikhebel vorstellen können, der das herrschende Gefüge ins Wanken bringt, beziehungsweise neu konstruieren könnte. Und er denkt, dass seins geht als Politikvorschlag. Das für euch zum Weiterdenken. Ich kann es auch da lassen, damit du es weiterdenken kannst, Silvia. Und bei euch, ich habe auch gedacht, ihr erinnert euch, sie hat gesagt, wäre es nicht so, dass die Arbeitszeitverkürzung der erste Punkt ist, wie wir die 4-in-1-Perspektive sukzessive angehen können. Ich habe auch gedacht, da die 4-in-1-Perspektive zugleich Utopie und Kompass für tägliche Politik sein soll, ist es doch ganz einfach, weil man versteht, dass die Arbeitszeitverkürzung ein leichter Hebel ist, das versteht jeder, weil jeder kennt den Arbeitsvertrag, das war auch Viktors Einstieg, ne? Jeder kennt den Arbeitsvertrag, also kann man sagen, fangen wir doch mal an mit der Arbeitszeitverkürzung und dann werden wir das andere machen. Das hat die IG Metall schon vor 40 Jahren gemacht. Da kam die große Kampagne, Samstag gehört Fatih mir. Habt ihr das mal gesehen als Plakat? Samstag gehört Fatih mir. Was ändert das an der Geschlechterteilung in der Arbeit, an der Frauensache? Es gibt nichts, nicht? Gar nichts. Es gibt nur diese eine kurze Möglichkeit, die Arbeitszeitverkürzung anzunehmen, ohne den Wechsel in den anderen drei Bereichen mit aufzunehmen. In dem Wahlvorschlag hier war es so, dass sie als erstes schon mal für die 30-Stunden-Woche kämpften.
das ist auch unhistorisch gedacht. Habt ihr mal angesehen, wie Marx angefangen hat, worum es ging? Um welchen Arbeitsvertrag? Also die Menschen litten an Überausbeutung, Überstunden noch und noch, Kinderarbeit, und die nachfolgende Arbeitergeneration war verkümmert und konnte nicht mehr ins Militär, weil sie den militärischen Maßen nicht mehr und so weiter. Und infolgedessen musste die Arbeitszeit verkürzt werden. Und worum kämpften sie? Marx-Zeiten, wie lange ist das her? 60 Stunden. Wir haben jetzt lauter 100 Jahre. 60 Stunden. Nein, sie kämpften um den 8-Stunden-Tag, und das tun wir heute noch. Und er ist die ganze Zeit nicht, der Kampf um den 8-Stunden-Tag ist immer noch nicht gewonnen. 100 Jahre geht der Kampf um den 8-Stunden-Tag. Das ist doch aberwitzig. Immer die Gertrude Degenhardt hat es als Plakat gemacht, deswegen kommst du darauf, dass es 65 Stunden ist, wo die erst gehen 65 Stunden, 60 Stunden, 55, 50 und dann 48 Stunden, aber das ist ihr Plakat. Die Wirklichkeit der Kämpfe geht um den 8-Stunden-Tag, und sie gewinnen ihn nicht, weil es absolut notwendig ist, dass die so lange arbeiten, nicht weil sie die so lange brauchen, aber es ist doch viel praktischer fürs Kapital, wenn sie einfach alle mögliche Verkürzung der notwendigen Arbeit, um das Leben wiederherzustellen, beibehalten und immer die Spanne, die dann übrig bleibt, einstecken. Zu Marx' Zeiten, Marx hatte die Idee, wir haben ja Marxiat und ihr könnt jetzt immer Marx hören von mir, Marx hatte die Idee, dass im Grunde nur noch 2 Stunden gearbeitet werden müsste an der allgemeinen gesellschaftlich notwendigen Arbeit, dem Stand der Produktivkräfte gemäß. Aber natürlich ist das nicht die Idee des Kapitals, weil sie lieber an der Stelle Arbeitslose schaffen. Nicht die Arbeitslosenheere kommen daher, weil die Produktivkraft der Arbeit so wahnsinnig gestiegen ist mit der Maschinerie. Und dennoch wird es nicht gewonnen. Auf die Weise, es stückchenweise abzuringen, wird es nicht gewonnen. Es mussten die anderen Bereiche jetzt gleichzeitig erobert werden, dann geht es voran. Sie müssen gleichzeitig, es muss geklärt sein, dass jetzt, wir brauchen die anderen 4 Stunden, und jetzt kommt Andreas' Frage hinein. Aber wieso denn sollen wir plötzlich, wo wir doch frei leben können und selbstbestimmt, das ist doch unsere Idee. Und diese Selbstbestimmung und diese Freiheit sind echte Gefahrenparolen, weil jeder etwas anders darunter versteht. Und infolgedessen, was Freiheit ist. Jeder hat was anders als Freiheit. Nur wenn, könnte sein, du bist frei, dass deine Mutter dich nicht immer Schuh riegelt oder dass ich nicht in die Schule gehen muss. Und die Freiheit wandelt und wandelt und ist immer etwas anders. Und für die Frauen ist es wiederum noch was anderes. Und frei von Naturabhängigkeit wird wohl auch nicht so richtig gehen, ne? Richtig ganz und gar frei. Und alle Menschen sind vollkommen gleich. Das sind sie nicht, sie sind verschieden. Und sie sind ihre Freiheit je anders zu erkämpfen. Und sie müssen sie selbst erkämpfen. Und wie machen sie das? Das heißt doch, dass die Kämpfe um Zeit gefochten werden muss, um Zeitverfügung. Nicht um die Reduzierung der Arbeitszeit allein, sondern um die Verfügung über die verschiedenen Elemente von Zeit in den Bereichen. Und dann wirst du sie gleich nicht sagen, Samstag gehört Fatih mir, sondern ich kann nicht länger als 4 Stunden, weil ich die übrige Zeit dafür und dafür und dafür benutzen muss. Und dann erzähle ich euch zum Nachhausegehen noch einen ganz kurzen Schreckenswitz, der mir am letzten Wochenende passiert ist. Da kam eine Frau aus dieser Mütterorgie. Das ging ums Patriarchat eigentlich, aber sie sprachen über Mütter hauptsächlich und ihre wunderbare Fruchtbarkeit und lebensspendende Art, die sie haben. Und dann nach meinem Vortrag, der ganz anders ging, den erzähle ich euch aber jetzt nicht im Anschluss nochmal, 1,5 Stunden, sondern sie kam und sagte, wissen Sie, ich habe gerade die 4-in-1-Perspektive von Ihnen gelesen und dann habe ich noch einen getroffen in der S-Bahn und der hat es auch gelesen und wir konnten uns gleich austauschen, dass wir ja jetzt, so jetzt kommt der schaurige, zynische Witz,
ich war schon froh, wie Sie sprachen, ne? Dass wir jetzt gar nicht mehr diese ostasiatischen Pflegekräfte brauchen, weil das machen wir jetzt alles selbst. Ich finde es gut, dass keiner von euch lacht. Das ist doch schrecklich, oder? Wir machen alle Arbeit selber, da brauchen wir die anderen nicht mehr. Aber das ist kein guter Schlusssatz. Genau, jetzt musst du noch zwei Schlusssätze machen. Das ist kein guter Schlusssatz. Ich habe das eigentlich gesagt, weil um die Verflochtenheit und die Abhängigkeit der einzelnen Parolen aus der, das sind ja noch die Parolen aus der Aufklärung und dem, nicht wahr? Aus der Französischen Revolution. Es braucht doch jeweils die Verschränkung und das Denken, wie ist das in den gesellschaftlichen Verhältnissen und wie sind die einzelnen Individuen darin und wer sind sie? Und ich zum Beispiel tue mich ganz schwer mit der neuen Forderung, auch bei uns der Linken, dass wir jetzt alle für Volksentscheid sind. Das halte ich für eine sehr fragwürdige Geschichte mit diesem Volk, mit unserem Volk. Und ohne, dass ich sage, ich möchte mir ein anderes Volk wählen, ist doch unsere Arbeit innerhalb des Volkes eine andere, als zu sagen, ihr entscheidet jetzt darüber, was getan werden soll als Volk im Ganzen, in der Verfassung, in der es sich befindet und mit den Schwierigkeiten und den undurchdachten Problemen und den entsetzlichen Medien, die ihnen andere Lösungen vorgaukeln. Da sind doch unsere Arbeit woanders. Wir müssen doch im Bildungssystem arbeiten, in Aufklärung in anderer Weise. Und wir müssen die, wie du das gesagt hast, oder du, die Selbstermächtigung einer von euch, oder Heidi, dass die Einzelnen überhaupt in der Lage sind, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden und sich zu befreien und sich einzubringen. Und da sind es natürlich die je Einzelnen, die entscheiden, was sie machen und wie sie es machen. Aber bis dahin müssen wir doch an den Bedingungen arbeiten, dass sie das auch hinkriegen. Und vieles, ganz vieles davon ist Bildungsarbeit.